Und alle war? Welches ist das denn? Welches von den dreien hast du? Ich weiß nicht, sind ja nicht. Klopf mal drauf. Ja. Okay, braucht aber auch nicht. Da ist ein bisschen Hall drin und das braucht auch gar nicht so laut. Ich denke, hört man mich? Ganz da hinten. Ah, ja. Hallo. Was? Ja, schön. Wir hören dich, Sven. Super. Nehmt Platz, kommt rein, kommt rein. Es ist noch Platz und es ist schon gar nicht mehr kalt, sondern richtig warm. Boah. Aber es ist doch schön, dass wir trotz des Wetters, und ich sage bewusst nicht schlechten Wetters, denn der Herr hat es so gewollt, also es ist gutes Wetter, trotz des kalten Wetters, sage ich mal, oder des nassen Wetters, dass wir hier doch warm werden können. Ja, ich möchte ein wenig sprechen heute über das Evangelium. Und der Grund, warum wir heute hier sind, oder warum wir schon seit Freitag hier sind, ist ja gerade dieses Evangelium. Ist der Glaube an Christus, den wir den Menschen vermitteln wollen, und ist die Botschaft, die wir für die Menschen haben. Und vielleicht sitzt du heute hier, zu dieser Zeltevangelisation, oder vielleicht bist du heute hergekommen und vielleicht hattest du auch die Frage, dass du gedacht hast, was macht ihr überhaupt hier? Es sind einige Leute auf mich zugekommen und haben mich angesprochen und haben gesagt, hör mal zu, was macht ihr? Woher kommt ihr? Wer seid ihr? Und dann haben wir erklärt und haben erstmal gesagt, ja, wir sind hier, weil wir eine frohe Botschaft haben. Und das heißt ja Evangelium. Wir haben eine frohe Botschaft. Wenn wir mit dem Evangelium kommen, kommen wir mit froher und guter Botschaft. Und unsere Botschaft beinhaltet, dass wir den Menschen sagen, hör mal zu, es ist Friede mit Gott möglich. Es ist Versöhnung mit Gott möglich. Es ist Rettung durch Gott und von Gott möglich. Aber dann sind wir schon an dem Punkt angelangt, wo wir daraus eine Konsequenz ziehen müssen, wenn wir dieses sagen. Denn das heißt ja, würde dann jemand fragen und hat auch jemand gefragt, ja wieso, ich lebe doch in Frieden mit Gott, ich bin doch im Frieden mit Gott. Aber genau das ist auch Teil unserer Botschaft, dass wir bekennen, von Geburt an sind wir nämlich nicht im Frieden mit Gott. Und dass wir den Menschen sagen und dass wir heute auch hier das proklamieren, was des Menschen Zustand eigentlich ist, seit der Geburt und seitdem er den ersten Atemzug getan hat. Ein König, der in der Bibel sehr oft beschrieben wird und der viele Psalmen geschrieben hat, hat einmal gesagt, in Sünde bin ich geboren und in Schuld hat meine Mutter mich empfangen. Und das beschreibt schon ein wenig den Zustand. Eben nicht von Geburt an versöhnt mit Gott. Eben nicht den guten alten lieben Gott da oben im Himmel, der mal fünfe gerade sein lässt, auf meiner Seite. Nein. Wir sehen im Wort, was Gott darüber denkt. Und was Gott darüber denkt, deswegen sind wir hier. Deswegen steht das Zelt hier. Deswegen sind hier Menschen immer im Gange und suchen Gespräche. Weil wir, so sagt das Wort Gottes, Botschafter an Christi Stadt sind, die da rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das nur zur Erklärung, wer wir sind, was wir tun und warum wir hier sind. Was sagt Gott über unseren Zustand? Er sagt über unseren Zustand viel und er sagt auch über unser Verhältnis zu ihm viel. Und das ist es, was wir wissen müssen, wenn wir überhaupt davon sprechen, dass Friede möglich ist. Das Wort Gottes sagt beispielsweise durch den Propheten Jesaja, vielleicht bekannt auch unter denen, die nicht so oft die Bibel lesen, Jesaja ist ja ein Name, da sagt das Wort Gottes durch diesen Propheten, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu schwer oder nicht zu kurz, als dass sie retten könnte. Und das Ohr des Herrn, es ist nicht taub, als dass er nicht hören könnte. Er sagt aber, es sind eure Übertretungen und eure Vergehen, eure Sünde, die euch trennen von Gott. Auch hier sehen wir wieder in Bezug auf den Ausruf, Friede ist möglich, dass wir erstmal gar nicht im Frieden mit Gott sind, sondern getrennt von Gott. Gott sagt, eure Schuld ist es, die euch von mir trennt. Eure Sünde ist es, was wir auch in dem Film gesehen haben, die uns von einem heiligen und gerechten Gott trennen. Und dann sagt das Wort in Römer, es sind nicht nur bestimmte Menschen. Römer ist ein Brief in der Bibel. Es sind nicht nur auserwählte Menschen, die vielleicht ganz besonders ganz schlecht sind, sondern Gott sagt in seinem Wort, alle sind abgewichen. Es sind alle Menschen abgewichen. Und da ist nicht einer, nein, keiner, der Gutes tut. Vielleicht auch für die, die meinen, aber so schlecht bin ich doch gar nicht. Wir haben doch keine Ahnung, wie schlecht wir eigentlich sind. Wir haben doch keine Ahnung, wie groß unsere Rebellion eigentlich ist. Vor Gott, der gerecht und heilig ist.
Wenn man dann weiterliest im gleichen Kapitel von dem Römerbrief, da sagt uns Gott mehr darüber und er sagt, denn alle haben gesündigt. Nicht nur einige, nicht nur ein paar, nicht nur der Mörder, der vielleicht jetzt einsitzt, sondern alle haben gesündigt. Und sie haben einen Mangel, nämlich den Mangel, die Herrlichkeit Gottes zu haben. Die Herrlichkeit Gottes zu schauen, nämlich mit Gott zu sein und bei ihm zu sein. Warum? Weil sie getrennt sind, wie Jesaja vorher sagte, durch ihre Schuld und ihre Sünde. Und auch wenn wir meinen, ich bin gar nicht so schlimm, dann denke ich, dass wir das durch ein ganz kleines Beispiel vielleicht besser darlegen können. Wir sehen hier viel Technik, die wir hier vor uns haben und wir versuchen uns so ein bisschen durch den Dschungel der Technik zu kämpfen. Und wir haben hier vorne diesen Beamer und dazu gibt es auch einen DVD-Spieler. Was würde wohl passieren, wenn ich jetzt einfach mal deine ganzen Gedanken, sagen wir mal, deine ganzen Gedanken von dem Zeitpunkt an, von dem du denken konntest, wenn ich sie auf DVD brennen könnte, bis in diesem Moment jetzt, jetzt gerade, was du jetzt auch vielleicht über mich denkst, was ich jetzt dann auf DVD brennen könnte und wir würden es hier am Beamer einfach anstrahlen. Den ganzen Film deiner Gedanken, seit deinem ersten Tag, an dem du denken konntest, bis jetzt. Ich glaube, es würde keine 20 Sekunden dauern und du würdest in Schamesröte dieses Zelt verlassen. Warum? Du bist nicht anders als wir alle. Ich rede von allen Gedanken. Ich rede von denen du dachtest, dass sie keiner kennt. Von denen, die du nicht mal deinem besten Freund anvertraust. Und würdest du sie deinem besten Freund anvertrauen, wäre er nicht mehr dein bester Freund. Ich rede von allen Gedanken. Und da sehen wir, wie unser Zustand ist. Wir sind abgewichen von Gott. Wir sind allesamt Sünder. Wir alle irrten umher, sagt uns wieder der Prophet Jesaja, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir irrten umher und jeder von uns wandte sich auf seinen eigenen Weg. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, eben mit dem Beispiel mit der DVD habe ich nur über die Gedanken gesprochen. Aber es sind noch unsere Taten, die wir getan haben. Wir alle sind abgewichen von Gott und mangelnde Herrlichkeit, die wir bei ihm haben sollten. Und unser größtes Problem ist nicht die Sünde, ihr Lieben. Das größte Problem des Menschen ist nicht seine Schuld und seine Sünde. Sondern das größte Problem des Menschen ist, und ich denke, damit hat keiner gerechnet, Gott ist gut. Gott ist gut. Warum ist das das größte Problem? Ich sage es dir wieder an einem Beispiel. Was hat der Verbrecher am meisten zu fürchten? Seine Komplizen? Einen bestechlichen und korrupten Richter? Oder einen guten und gerechten Richter? Unser größtes Problem ist nicht unsere Schuld und unsere Sünde. Unser größtes Problem ist, dass Gott gut ist und dass er gerecht ist. Und mit dieser Schuld und mit dieser Sünde haben wir dann in Verbindung mit der Gerechtigkeit und der Güte Gottes ein Problem. Denn Gott ist nicht der, von dem ich eben vielleicht sagte, der gute alte Herr im Himmel, der Fünfe gerade sein lässt. Das Wort Gottes sagt über diesen Gott, der Herr der Herrscharen wird im Gericht erhaben sein und Gott der Heilige wird sich heilig erweisen im Gericht. Dieser Gott, mit dem wir es hier zu tun haben, ist heilig und ist gerecht. Er ist ein verzehrendes Feuer, eine ewige Glut. Und das Wort Gottes sagt uns, Herr, wenn du Schuld anrechnest, wer unter den Menschenkindern, ja, wer könnte vor dir bestehen? Und auch hier ist eine rhetorische Frage, wo wir schon die Antwort drinne haben. Keiner kann vor diesem Gott bestehen. Jeder Verbrecher fürchtet zuallererst einen guten und gerechten Richter. Und wir, mit unserer Schuld und Sünde beladen, haben keine Hoffnung. Haben keine Hoffnung, wenn Gott uns nicht begnadigt. Denn er ist ein guter und gerechter Richter. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und das ist auch die Botschaft, warum wir hier sind. Ein Mann fragte mich draußen, woher kommt ihr? Ich sage, ja, so und so, wir sind von der christlichen Mission Bremerhaven. Er sagt, ja, ich bin hier zugezogen. Ach toll, christliche Mission, aber nee, damit habe ich nichts am Hut, sagt er. Ich sage, ja. Sagt er, ja, ich bin Antichrist. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir in Rebellion gegen Gott leben. Entweder bewusst, wie dieser Mann es offen zugegeben hat, oder auch unbewusst, ja. Und es wird für jeden Menschen einmal ein Tag kommen, an dem dann diese Rebellion gerichtet werden wird.
Es wird für jeden Verbrecher der Tag kommen, an dem er im Gerichtsstand vor dem Richter steht. Und so wird für jeden Menschen der Tag einmal kommen, an dem er vor dem Richter der Lebendigen und der Toten treten wird. Ob er es glaubt oder nicht. Dazu möchte ich noch etwas sagen, weil darüber haben wir auch viel hier Gespräche gehabt. Ja, das glaube ich alles nicht. Ihr Lieben, wenn ich nicht an den Eiffelturm in Paris glaube, dann wird mein Unglaube nicht seine Existenz vermindern. Der Eiffelturm bleibt immer noch in Paris stehen. Egal, ob ich an ihn glaube oder nicht. Egal, wie vehement ich sage, ich glaube nicht an den Eiffelturm, er bleibt in Paris stehen. Mein Unglaube bringt ihn nicht dazu, nicht mehr zu existieren. Und das müssen wir mit Gott verstehen. Egal, ob du an Gott glaubst oder nicht, Gott ist real. Und er wird jeden Menschen richten, wie wir es auch im Film gesehen haben, nach seinen Taten. Das Wort Gottes sagt uns, im Hebräer 9, 27, ist auch ein Buch in der Bibel, es sagt uns, und es ist dem Menschen einmal bestimmt zu sterben. Jeder Mensch, du und ich, wir haben diesen Termin in unserem Terminkalender und dieser Termin ist unausweichlich. Und jeder Mensch ist dazu bestimmt, einmal zu sterben. Dann aber das Gericht. Wer von den Menschen hat schon mal diesen Termin verschieben können? Keiner. Du und ich, wir haben diesen Termin. Und wenn ich jetzt mal die ganz, ganz kleinen Kinder unter uns einfach mal beiseite schiebe, kann ich mit ganz großer Gewissheit sagen, in nicht mal 80 Jahren haben wir alle diesen Termin wahrgenommen. Und wir werden vor Gott stehen. Du wirst vor Gott stehen, weißt du das? Du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und nichts kannst du tun, um diesen Termin zu entfliehen. Psalm 90, Psalm ist vielleicht bekannt für jeden. Psalm 90, Vers 12 sagt, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Gott sagt uns, wir sollen darüber nachdenken. Wir sollen uns bewusst darüber werden, dass unser Leben hier auf der Erde einmal einen Schlussstrich hat. Herr, lehre uns, unsere Tage zu zählen. Wir sind hoffnungslos verloren, wenn Gott uns nicht rettet. Und die Botschaft, von der ich eben sprach, dass sie eine gute und eine wundervolle Botschaft ist, beinhaltet das, dass Gott nicht will, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir verloren gehen. Gott will nicht, dass wir Schaden an unserer Seele erleiden. Das Wort Gottes sagt von Gott selber, er hat kein Wohlgefallen an dem Tod des Sünders. Er hat Wohlgefallen daran, wenn ein Sünder sich bekehrt und lebt, aber er hat kein Wohlgefallen daran, an den Tod des Sünders. Und wir haben eine gute Botschaft. Wir haben eine wundervolle Botschaft. Und der Mann, den ich hier sprach, als er wegging, habe ich ihn dann auch gefragt. Ich sage, es ist nicht wichtig, ob Sie Antichrist sind oder Christ sind oder nicht. Es ist nur wichtig, wohin gehen Sie, wenn Sie sterben. Und Gott hat gesagt, er will nicht, dass du und ich verloren gehen. Wohin gehe ich, wenn ich sterbe? Sondern er hat gesagt, ich habe meinen Sohn in diese Welt gesandt, damit durch meinen Sohn die Menschen errettet werden. Denn so sehr, sagt das Wort im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er was tat? Seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und eben in dem Film haben wir gesehen, es sind nicht deine und meine guten Werke, sondern jeder, der an ihn glaubt, dem fügst du nichts hinzu. Der soll nicht verloren gehen. Ich möchte mit euch ein Wort lesen aus Philippa. Philippa, Kapitel 2, ich lese es hier vor. Es steht von diesem Sohn Jesus Christus geschrieben, denn Christus selbst, er entäußerte sich selbst und er nahm die Gestalt eines Knechtes an. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der im Himmel thront und regiert und die Herrlichkeit Gottes trägt. Das Wort im Hebräer sagt, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Er hat ihn gesandt und er hat ihn erniedrigt. Er hat gesagt, dieser Jesus, den sende ich euch Menschen, damit ihr nicht in euren Sünden verloren geht. Und dann sagt uns Philippa, und er hat Knechtgestalt, die Gestalt eines Knechtes angenommen und wurde wie ein Mensch. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz.
Warum musste Jesus am Kreuz sterben? Wegen deiner und meiner Schuld. Seht, wenn ich eben von Gott als dem gerechten Richter gesprochen habe, dann können wir davon ausgehen und müssen wissen, dass er keine Sünde unbestraft lässt. Und damit du frei werden kannst von Schuld und von Sünde und in Frieden mit Gott leben kannst, muss der Zorn Gottes, der absolut gerecht ist, besänftigt werden. Denn Gott ist kein Gott, der fünfe gerade sein lässt. Du bist nicht errettet, nur weil Gott die Augen zugedrückt hat. Und für dich gibt es keinen Frieden, nur weil Gott die Augen zudrückt. Nein, sondern er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und hat seinen Sohn hingegeben am Kreuz von Golgatha. Und hat auf seinen Sohn Jesus Christus deine und meine Sünden gelegt. Und hat ihn verurteilt. Seht, im Gerichtsstand, wenn der Verbrecher vor dem Richter steht, dann ist der Platz des Verbrechers auf einer Seite und der Platz des Richters auf der anderen. Und Christus kam und hat deinen Gerichtsstand für dich vor dem Richter eingenommen. Er hat deinen Gerichtsstand eingenommen. Und hat im Gericht nicht widersprochen, sondern hat gesagt, ich trage deine Schuld. Ich trage deine Schuld. Im Römerbrief lesen wir wieder im 5. Kapitel die Verse 6, sagt, denn Christus ist, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir die Guten und die Tollen und die mit großen Werken und tollen Plänen waren. Christus ist, als wir, als du und ich noch Sünder waren. Ja? Zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Christus hat deinen Platz im Gericht eingenommen. Er ist zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Und Vers 8 sagt, Gott aber erwies seine Liebe zu uns Sündern. Erwies Gott seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, gestorben ist. Ich habe das schon mal gesagt. Ich selbst stand in der Menge derer, die gerufen haben, Pilatus kreuzige. Und nicht nur ich, sondern jeder von uns. Und Christus hat dieses auf sich genommen. Und er ist für dich und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben. Seht das Kreuz, von dem wir eben gesungen haben. Im Kreuz ist die Kraft für unsere Rettung. Das ist die Botschaft, die wir haben. An dem Kreuz, an dem Holz, von dem geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. An diesem Kreuz hat Gott seinen Sohn bestraft, um deiner und meiner Sünde willen. Denn es steht an anderer Stelle geschrieben, verflucht ist, wer nicht in allem bleibt, was das Gesetz sagt. Und eben, nur mit den kleinen Beispielen, den DVD und unseren Gedanken, wissen wir schon, wir sind nicht in keinem geblieben, was das Gesetz sagt. Und der Fluch galt dir und galt mir. Aber Christus hat diesen Fluch auf sich genommen, indem er zum Fluch für uns wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist, wer am Holz hängt. Damit du nicht mehr verflucht sein musst. Damit du leben kannst. Damit du das bekommst, was eigentlich sein Stand vor dem Vater war. Die Gerechtigkeit Gottes. Seht, am Kreuz wurde ein Tausch gemacht. Der Sohn Gottes, der Gerechte, starb für die Ungerechten. Und den Tod und das Urteil, das wir empfangen sollten, hat der Gerechte bekommen. Und das Leben, das wir nicht empfangen sollten, normalerweise durch den Lohn unserer Sünde, haben wir empfangen. Seht, wie kostbar ist die Errettung in Christus. Seht, wie kostbar ist die Errettung in Christus. Und er hat seinen Sohn dort am Holz zerschlagen. Gott hat seinen ganzen Zorn ausgegossen über Jesus Christus. Es steht geschrieben auch im Römer, es ist ein Zorn, ein Gericht. Gottes Zorn ist offenbart über alle Gottlosigkeit der Menschen. Aber dass du und ich, dass wir heute hier sitzen, ist der Erweis seiner Güte, dass er seinen Zorn nicht ganz über uns ausgegossen hat. Denn Christus wurde am Kreuz zerschlagen. Nicht du und nicht ich. Darum sind wir heute hier. Darum ist Odem in dir. Darum sitzt du hier. Darum atmest du, weil dir Güte und Barmherzigkeit widerfahren ist. Weil Christus das auf sich genommen hat. Und Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Ich habe zu Anfang von einem gerechten Richter gesprochen. Er hat Christus nicht im Tod gelassen, sondern er hat diesen Jesus Christus auferweckt aus dem Tod und hat somit bestätigt, dass er heilig und gerecht ist. Denn, das müssen wir beachten, Christus starb am Kreuz von Golgatha für deine Schuld, nicht für seine. Von ihm steht geschrieben, auf seinen Lippen war kein falsches Wort gefunden.
und keiner hätte ihn einer Sünde überführen können. Darum hat Gott ihn aus dem Tod wieder auferweckt, um sein Heil in ihm zu bestätigen. Den Fürsten des Lebens konnte der Tod nicht halten, dem, der gesagt hat, siehe, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du darfst Gewissheit darin sehen, dass wenn Gott Christus aus den Toten auferweckt hat, so wirst auch du leben dürfen mit Gott, wenn du dies im Glauben ergreifst. Denn er ließ Christus nicht im Tod. Er ließ ihn nicht im Tod. Christus starb dort nicht für seine eigene Schuld. Und er hat den Vater und die Gerechtigkeit des Vaters bestätigt. Und der Vater hat mit der Auferweckung Jesu Christi vom Tod seine Gerechtigkeit bestätigt. Hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Er hat ihn bestätigt, nicht nur als Sohn, sondern als Herrn und Heiland. Amen. Und egal, ob wir denken, Christus, ja, das ist eine historische Person oder nicht. Christus ist nicht nur eine historische Person, sondern er ist der Sohn Gottes, der allmächtige, lebendige Gott. Das Wort Gottes sagt, er ist der wahrhaftige, der lebendige Gott. Seht, es ist in keinem anderen Namen, hatten wir vorher gesagt, das Heil, als nur in Jesus Christus allein. Als nur in Jesus Christus allein. Und Gott hat es so bestimmt, dass dein Friede mit ihm darin zu finden ist, wenn wir an Christus Jesus glauben. Wenn wir diese Botschaft glauben, dass Gott seinen eigenen Sohn verurteilt hat an unserer Stadt. Und wenn wir das im Glauben annehmen und umkehren zu Gott und Buße tun, so wird Friede für dich und für mich möglich. Er ruft uns auf. Und das ist auch unser Ruf. Hier als christliche Mission Bremerhaven. Das ist unser Ruf als Geschwister. Kommt und kehrt um. Das war übrigens das erste Wort, das Jesus selbst gepredigt hat. Er hat gesagt, siehe, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. So tut Buße und bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Und für dich und für mich gibt es keine andere Hoffnung für unsere Errettung als nur in Christus allein. Und ich möchte einfach jetzt auffordern, wenn du einfach dir bewusst geworden bist, dass du mit deiner Sünde und mit deiner Schuld verloren gehst. Ich möchte dich auffordern. Geh zu diesem Gott. Tue Buße vor seinem Angesicht. Buße tun ist nichts, das ist ein religiöses Wort. Aber Buße heißt nichts anderes, als zu ihm sich zu kehren. Geh zu ihm hin, geh vor Gott und bitte ihn, dass er dir vergibt. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann bitte ihn, dass er glaubt. Und ich lade jeden dazu ein, wenn er das nicht alleine tun will, ich bin gerne bereit, das mit jemandem zu tun. Nach der Verkündigung, nach dem Gottesdienst hier, könnt ihr mich ansprechen. Ihr könnt Mike ansprechen, Walter, Klaus, wir sind hier vor Ort, Lutz, wir sind hier vor Ort. Und jeder, der dazu Fragen hat, jeder, der dazu etwas auf dem Herzen liegt, wir sind bereit. Denn es bedarf einer Antwort. Seht, das Evangelium ist eine frohe Botschaft, wenn man darauf reagiert. Aber das Evangelium ist auch eine der schlimmsten Botschaften, wenn du nicht darauf reagierst. Denn das Urteil wird gesprochen werden und das ist auch Teil des Evangeliums. Aber damit du Frieden mit Gott hast, ja, da ermahne ich und bitte ich an Christi statt, kehre um und tu Buße. Kehre um und tu Buße. Kehre um und tu Buße und glaube an den Sohn Gottes. Amen.